Also zum Prozedere. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen und der Weltrekordhalter in Karikaturen zeichnen wird daraufhin eine Karikatur zeichnen. Deine Fans können dieses Bild gewinnen. Bist du bereit? Immer. Super, es geht los. Wie war dein Konzert eigentlich? Hammer. Ja? Wirklich, also was war es gemacht? Wie war es im letzten Jahr? War es in diesem Jahr besser? 100 Mal. Cool. Joker hat gefehlt auf jeden Fall. Also Peace an meinen Bruder Hassan, aber Joker muss auch immer da sein. Alles klar, vielleicht im nächsten Jahr. Gut, also Motrip, es gibt drei schwerwiegende Probleme auf dieser Welt. Und du kannst nur ein Problem lösen, okay? Für welches würdest du dich entscheiden? Das eine ist, du kannst dich für Tierschutz, also gegen Tierquälerei einsetzen. Das zweite wäre Umweltverschmutzung. Und das dritte ist Jugendarbeitslosigkeit. Umweltverschmutzung. Nicht, weil ich weder Tier noch Jugendlieb bin, sondern weil ich das Gefühl habe, das ist das Größte von diesen drei Säulen. Und damit könnte man vielleicht auf einen Schlag am meisten machen. Weil wenn du gut zur Umwelt bist, bist du gut zu Tieren wahrscheinlich und die Jugend wird von vornherein sich bilden lassen. Angenommen, du kannst einen Politiker zu dir zum Abendessen einladen. Wen würdest du einladen? Bushido. Warum? Bester Politiker. Ist er schon für dich Politiker? Klar. Was macht er besser als andere Politiker? Noch nichts, aber wenn er im Amt ist. Nee, also da lassen wir uns noch überraschen, aber fällt auf und zieht wahrscheinlich Wähler, die sonst nicht wählen. Also zieht nicht mal anderen Wählern weg, sondern zieht wahrscheinlich Wähler, die sonst nicht wählen. Deswegen fällt gerade kein anderer ein, auch nebenbei. Geht der mit einer Partei an den Start zur Bundestagswahl 2000? Sieht nicht so aus, als ob ich wüsste, welche und wie, aber er hat Großes vor. Ist Hip-Hop deiner Meinung nach weniger aggressiv geworden als früher? Ja. Ja. Warum? Hör zu, also wenn man zuhört, dann merkt man das. Früher wurde mehr auf die Kacke gehauen. Und irgendwie von einer breiteren Masse an Rappern in Deutschland. Und jetzt scheint es Trend zu sein, nett zu sein. Und ist es politischer geworden? Nee, wahrscheinlich. Also das ist eigentlich scheiße und gut gleichzeitig. Weil Musik muss nicht immer eine politische Aussage natürlich haben, finde ich. Das kann der Musik helfen. Aber natürlich, also ich finde, ich komme von unten und haue euch allen auf die Fresse. Hat viel mehr Aussage und ich erfahre viel mehr über diese Person als, hey, weißt du, so, deswegen. Ich würde sagen, es ist unpolitischer geworden, viel. Welches politische Accessoire trägst du immer mit dir? Also wenn ich jetzt eine Libanon-Kette trage mit einem Libanon-Anhänger, ist das politisch oder ist das patriotisch oder ist das nur was? Oder ist das... Nee, also lieber nicht kennzeichnen, nicht weil ich nicht zu irgendwas stehe, aber ich will gar nicht Leuten vermitteln, ich bin das und ihr seid das nicht. Gehst du manchmal auf Demo? Ich war mit meinen Eltern früher so immer in Libanon-Konflikten oder Syrien-Konflikten. Dann waren wir, wenn sowas war, immer mit meinen Eltern demonstrieren. Wenn ich aber ganz offen bin, war ich damals noch so, ich fand es einfach cool, dass so viele Leute da sind und so. Ich habe irgendwann später erst angefangen, mich damit so auseinanderzusetzen, was überhaupt da los ist. Und ich war jetzt seitdem nicht regelmäßig auf Demos, aber seitdem dann intensiver, weißt du, also mit Gedanken wirklich. Also ja, auf jeden Fall, aber nicht regelmäßig genug. Also man könnte mehr machen. Super, ich danke dir vielmals fürs Interview. Ich bin gespannt, was der Gero gezeichnet hat. Das schauen wir uns mal an. Geil, gefällt mir. Mo Dirty Shit Trip, ich hab die Macht, weil ich mein Ding durchgezogen habe. Warum hast du die Macht? Sag mir das, schick das an. Du hast die Macht und gewinn mein Porträt, was ich gerne selber hätte.